Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute habe ich wieder mal ein Blutdruckmessgerät. Diesmal handelt es sich um ein Oberarm-Blutdruckmessgerät vom Hersteller Hilogy. Und diesen wollte ich euch gerne hier im Video vorstellen und zusammen auch mit euch anschauen, was wir hier alles so drin haben. Ich würde sagen, wir fangen gleich direkt an, direkt nach dem Intro. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Gute Arbeit. So, packen wir das Ganze jetzt einfach hier zusammen aus. Schauen wir, dass wir das richtig machen. Na, manchmal stelle ich mich wirklich an. Entfernen wir einfach mal die ganze Folie. So, weg damit. Okay. Hier nochmal in einem Karton verpackt. Ah, und hier haben wir auch schon das Gerät. Okay, hinten haben wir auch gleich hier das Batteriefach. Ist da auch schon was drin oder nicht? Nö. Okay. Werden wir dann gleich mal sehen. Man kann es, glaube ich, auch über Stromkabel verwenden. Hier haben wir einen Netzteilanschluss. Ob eins dabei ist, sehen wir auch gleich. So schaut das Ganze von vorne aus. Ein recht großes Display zum Ablesen. Das gefällt mir auf jeden Fall mal schon gut. Schau mal. Komm endlich. Oh, das regt mich schon ein bisschen auf jetzt. Okay. Jetzt haben wir auch alles geschafft rauszuholen. Einmal hier noch eine Garantiekarte. Brauchen wir nicht. Hier eine Bedienungsanleitung. Auch auf Deutsch. So, legen wir auch erst einmal zur Seite. So, hier haben wir dann unser Oberarm Messteil, wie auch immer das heißt. Hier ist der Anschluss, den müsst ihr dann hier direkt noch anschließen. Hier links einfach reinstöpseln. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, Batterien fehlen, also ein Netzteil ist hier nicht dabei. Schade, wäre ganz nett gewesen, aber vielleicht hat jemand von euch, der das Gerät zum Beispiel besitzt oder kauft, auch so ein Netzteil zu Hause. So, ansonsten muss ich jetzt hier mal erstmal Batterien einlegen, damit wir überhaupt loslegen können. Schauen wir mal, was hier noch so reinkommt. Das sind AA-Batterien. 1, 2, 3, 4 Stück. 4 ganze AA-Batterien. Schauen wir mal, ob ich welche habe. So, ich habe ein paar Batterien gefunden. Leider unterschiedliche. Am besten legt ihr Batterien ein, die vom gleichen Hersteller und gleichen Typ sind natürlich. Na komm. Na, wo soll das denn? Okay. Bleibst du mal da drin? Ja, sowas passiert mal. Und ich bin so einer, ich lösche so ein Zeug, solche kleinen Fails nicht raus. Und eigentlich sollte das Ganze hier auch funktionieren. Okay, der pumpt jetzt gerade schon, das wollen wir nicht. Ich will mir das Ganze erst einmal anlegen. Ja, also hier ist bestimmt auch irgendwo bebildert, wie man das anlegt. Ihr seht es hier. Und das werde ich jetzt einfach mal machen. So, ich bin jetzt auch gespannt, was das Gerät hier gleich anzeigt. Ich weiß, dass ich einen hohen Blutdruck habe und auch sogar eine kleine Herzrhythmusstörung, wie auch immer das heißt, die aber jetzt nicht weiter schlimm ist, aber das sollte das Gerät
ab und zu auch mal finden. Ich meine, ich habe das schon bei verschiedenen Geräten festgestellt. Manchmal wird es angezeigt, manchmal nicht. Vielleicht in dem Moment, wo es misst, passiert dieser Sprung im Herzen zum Beispiel nicht. Aber ist ja jetzt egal. Ich schalte einfach mal das Ding hier an. Lass mal pumpen. Okay, der untere Wert ist auf jeden Fall etwas erhöht. Ja, wird aber gerne eigentlich nochmal messen. Wir müssen sehen, was jetzt nochmal hier rauskommt. Obwohl das vielleicht nicht so das Beste ist, dass man das macht. Aber ich mache das jetzt einfach mal. Okay, ziemlich ähnlich wie vorhin. Also kann man hier schon mal positiv sagen, dass das Gerät gleichmäßig misst. So, schauen wir einfach mal nochmal hier auf das Display. Ihr seht hier oben zum Beispiel eine 1, das heißt für die erste Person, die misst zum Beispiel. Hier haben wir dann eine MEM-Taste, also die Ergebnisse werden hier abgespeichert. Schauen wir mal, was war denn der erste? 127 zu 94, 128 zu 88. Also es kommt recht nah hin. Einen kleinen Unterschied gibt es immer bei jedem Messen. Das ist auch mit den besten Geräten so. Ja, hier auf Set kann man wahrscheinlich hier noch die Uhrzeit, vielleicht sogar noch das Datum einstellen. Und ich denke mal auch, welche Person, wie kann man das machen? Ich probiere das gerade hier. Vielleicht unter das Set. Er pumpt schon, oder? Ah, da war gerade was zu sehen. Ah, okay, hier kann man also auch das Datum, wie gesagt, einstellen, die Uhrzeit. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal hier herausgefunden. Okay. Ich müsste noch mal in die Anleitung schauen, bevor ich hier Schwachsinn erzähle, für wie viele Personen das geeignet ist. Ich mache das mal ganz kurz und dann kläre ich euch auf. So, ich habe mal ins Schleuerbuch nachgeschaut und wir können hier, wie gesagt, für zwei Personen messen und jeweils 90 Speicherungen machen. Also 90 Messungen werden abgespeichert pro Person. Um von 1 und 2 hin und her zu wechseln, muss man die Set-Taste einmal drücken und dann einmal die MEM-Taste und dann seid ihr zum Beispiel beim zweiten. Also zum Beispiel, wenn ihr das mit einem Partner, wie auch immer, abwechselnd hier tauscht, messen für den zweiten, messen für den ersten, dann drücken wir einfach mal hier auf Start und hoffen, dass auch hier jetzt dann für den zweiten gemessen wird. Ihr seht es oben für Nummer 2. So, brechen wir einfach kurz ab. Das war es eigentlich auch schon von dem Blutdruckmessgerät. Also ich bin jetzt hier kein Arzt, ich kann diese Symbole nicht so ganz genau hier erklären, aber ich denke mal, jemand, der auch so ein Interesse hat für ein Blutdruckmessgerät, der weiß, was es heißt. Und das Gerät tut auf jeden Fall seinen Job gut, wie ich finde. Man hat ein echt großes Display zum Ablesen. Was ich auch gut finde, ist hier, dass man es auch per Netzteil betreiben kann, obwohl es mit Batterie natürlich komfortabler ist, sage ich mal. Man kann es überall mitnehmen, jederzeit nutzen, ohne eine Steckdose, und ist auf jeden Fall auch sehr praktisch. Am besten verwendet ihr natürlich Akkubatterien hier drin, damit ihr
auch die Umwelt nebenbei noch schont. Ja, das war's auch eigentlich schon. Danke euch Leute fürs Zusehen und schaltet wieder beim nächsten Mal ein. Bis dahin, ciao, ciao.